Kurt Hug, ihr seid der Schauspieler von der Seniorenbühne hier in Brickleys. Kommen wir mal da drauf. Was spielt ihr für eine Rolle? Also, dieses Jahr habe ich eine Rolle bekommen, der Knecht. So wie eigentlich ein Knecht ist, nicht gerade der Dummste und auch nicht der Hellste. Ich bin der Knecht Kari in diesem Stück. Ist das so, was ihr im Alltag ein bisschen gleich seid, oder ist das ganz differenziert? Ja, gut. Ich bin gerade im Alltag bin ich nicht Knecht, aber so zu anderen stimmt aber schon so einigermaßen. In gewissen Dingen bin ich gut, in gewissen Sachen ein bisschen weniger gut. Wie lange spielt ihr schon Theater und was reizt ihr da dran? Also ich habe vor rund 20 Jahren habe ich angefangen. Da haben sie mich einmal auf der Straße der ehemalige Präsident Hannes Hermann gefragt, sagt Kurt, sie wollte sicher gerne Theater spielen. Und dann haben sie mich nach dem ersten Mal, als ich aufgetreten bin, mehr engagiert für die Seniorenbühne. Und seitdem bin ich einfach voll dabei. Wie viel Mal trainieren ihr für das Stück? Die Hoffnung stirbt das letzte so einer Woche. Also momentan trainieren wir zweimal in der Woche, am Dienstag und am Freitag, am Morgen um 9 Uhr, also bis um 11 Uhr. Und der in den letzten zwei Wochen, über den ganztägigen Trainingstag, ist in Planung. Was ist also für euch das Schwierigste an diesem Stück? Für mich das Schwierigste, ich muss in der Rolle, also respektive in diesem Theaterstück, muss ich noch eine zweite Rolle spielen. Und das ist das Schwierigste, ist da mit der Stimme. Mehr will ich nicht verraten, sonst kommen die vielleicht nicht mehr ins Theater. Jetzt, wir sprechen es gleich mal an, 3. April Premiere. Wie gross ist die Vorfreude auf die Premiere? Die Vorfreude ist gross und ebenfalls desto näher das kommt, das Lampenfieber steigt euch. Merci vielmal. Bitte, hoffentlich kann man den Häufen schauen, also, dass wir auf die Bühne treten, dass das Lampenfieber gerade sofort weg ist.